Jo, moin Leute, was geht ab? Ihr seht jetzt mal wieder nach langer Zeit ein Gameplay kommentiert von mir, weil das habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe bis jetzt nur, wenn ich überhaupt mal was hochgeladen habe, dann habe ich nur ein Live-Commentary gemacht oder so, wenn überhaupt. Also ich habe ja jetzt ungefähr 2 Monate nichts mehr gemacht. Und warum? Keine Ahnung, ich habe mehr so Real-Life-Zeit gehabt. Aber jetzt glaube ich, jetzt zocke ich wieder eine Runde. Also jetzt zocke ich schon öfters wieder. Gestern habe ich auch noch 3 Live-Commentaries aufgenommen. Davon ist ein schon geuploadet. Und die anderen beiden kommen noch. Und man sieht auch im ersten Live-Commentary, dass ich hochgeladen habe, dass ich nicht so gut bin, weil ich so lange nicht gespielt habe. Ich hatte 11, oder? Ja, doch, 11 zu 13 war das. Naja, jetzt nicht so der Traumscore. Aber nun ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen so mehr Bock auf Real Life. Also, ich habe mich mehr verabredet, habe mehr. Was heißt für Schule gemacht, habe ich eigentlich nicht. Ich mache nie was für Schule. Keine Ahnung, Mann. Ich hatte einfach keinen Bock, irgendwie zu zocken. Kurz gefasst. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Weil das Spiel regt mich einfach nur noch auf. Black Ops 2, es regt mich jetzt auch schon wieder auf. Weil ich fange jetzt wieder ein bisschen an zu spielen. Und ja, keine Ahnung, es ist halt so ein COD, ja. Es gibt immer behinderte Leute, es gibt geile Gut gemacht. Spiele, die man Bereit machen für zwischendurch die hat. Oder nächste Runde. behinderte Spiele, ist halt so. Und. Jetzt nochmal ganz kurz was über das Gameplay. Ich spiele hier mit der MSMC, habe ich glaube ich schon gesagt, auf Gold. Schalldämpfer drauf und Suchen und ich denke, zerstören. genau, Vollmantelgeschoss ist auch noch drauf. Dabei habe ich Ziele noch den besetzt. Schockstab, also den Dildo, den explodierenden, elektrischen explodierenden Dildo. Und die S-Mine, heißt glaube ich, oder wie heißt das hier? Nicht Bouncing Baiting, S-Mine, ne? Okay, eine Kombination, die ziemlich dreist ist eigentlich, wenn man die S-Mine auf dem Boden liegt. Und den Schockstab daneben, das ist nicht so gut für den Gegner. Dieses Gameplay ist übrigens flawless, das heißt, ich bin nicht gestorben, Steht obwohl bereit. es sehr, sehr knapp war, sehr oft sogar. Und eigentlich habe ich gar keine Ahnung, worüber ich jetzt reden soll, weil ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet, wollte ein bisschen sagen, warum ich jetzt nicht hier bin, warum ich jetzt die ganze Zeit nicht da war und bla bla Einzelne bla und Schütze. dies, das, alles, okay? Also Freunde, Vorräte in Bereitschaft. dabei habe ich noch die Drohne, das Care Package und die Hellstorm-Rakete, die ich natürlich alles erreichen werde. Ist ja klar, wenn ich ein Flawless mache. Und ja, Hellstorm-Rakete in ist Bereitschaft. ganz gut gelaufen, das Gameplay. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung mehr, was ich sagen könnte. Ich überlege mal kurz. Okay, ich kann vielleicht erzählen, wo ich war. Ich war jetzt vor kurzem bei meinem Bruder in Speyer. Suchen und Der wohnt in zerstören. Speyer. Wer nicht weiß, wo Speyer ist, der ist eine Missgeburt. Nee, Die Ziele Spaß, das ist in beschützen. Rheinland-Pfalz. Bestimmt kennen ein paar Leute von euch das. Den Ort Verbündete hat auch so einen Vorräte dicken Dom. unterwegs. Und keine Ahnung, warum ich euch das jetzt erzähle. Ich war auf jeden Fall da. Und da konnte ich auch keine Videos machen. Und ich habe die HDPVR, also mein Aufnahmegerät, ausgeliehen. Und ja, wenn ich das ausgeliehen habe und mein Kollege nicht da war, dann geht das natürlich nicht. Konterdrohne erwartet Befehle. Beziehungsweise ich war ja nicht da, ich war ja in Speyer mit den dicken Eiern. Und ja, wie gesagt, hätte ich das Aufnahmegerät früher gehabt, dann wären schon vor 3 Wochen Videos gekommen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, das abzuholen. Ich glaube, so war es. Ich hatte irgendwie auf keine Sachen Bock. Ich mache auch gerade Führerschein. Ja, der Führer scheint ein bisschen. Okay, jetzt fange ich wieder mit dem Flachwitzen an. Wie gesagt, ich mache gerade Führerschein und. Naja, es läuft jetzt nicht so gut. Ich hänge schon seit Juli 2012 da dran oder so. Hab schon einmal verkackt. Also den, wie heißt das? Wie heißt das? Diese Prüfung. Theoretische Prüfung. Und nächste Woche Dienstag ist nochmal theoretische Prüfung. Und ich habe schon wieder kaum gelernt. Und deshalb hoffe ich, dass es klappen wird. Das heißt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, gestern und vorgestern zu üben. Aber da war irgendwie die PlayStation interessanter. Bewegung! Und deshalb hoffe ich mal, dass Alle das klappt, anderen ne? sind Also, dass das ausgeschaltet. klappt, die Es Prüfung. gibt sonst niemanden mehr. Ja, dass das klappt wie Mausefall, ne? Und ja, ich habe jetzt schon 21 Fahrstunden hinter mir. Und eigentlich braucht man, glaube Abgeschossen. ich Die weiß gar Bombe nicht, ob es ist eine geschafft. bestimmte Anzahl geben muss bei Fahrstunden, die man haben muss beim Führerschein. Also, wenn es interessiert, ich mache keinen Verbündete Mofa, ich Drohne mache nähert Auto sich. im Moment, weil ich bin 18. Seit dem 23. Februar könnt ihr mir gerne nochmal nachgratulieren, weil da habe ich noch kein Video gemacht. Irgendwie, dass ich Geburtstag hatte, habe ich noch nicht erwähnt oder so. Ist schon geil mit 18, ja. Genau. Was kann man denn noch mehr machen mit 18? Nachladen! Keine Ahnung, was kann man machen?
ja, in Clubs gehen, die ab 18 sind natürlich, aber das ist auch scheiße, wenn deine Freunde alle 16 sind oder noch nicht 18, das ist natürlich nicht so toll. Wenn nur ein paar 18 sind, ist auch scheiße. Was kann man denn noch machen mit 18? Mehr, ja, Wodka kaufen, das habe ich jetzt schon letzte Zeit oft getan. Das ist eigentlich ganz cool. Da hat die Frau mir Versuchskontakt letztes Mal an der herstellen. Kasse, ich habe genau an meinem Geburtstag Wodka gekauft, in Edeka, und dann hat die gesagt, ja, Alle erstmal Ziele herzlichen Glückwunsch, zerstört. bist ja gerade 18 geworden. Ladungen erlangt. Ja, passt schon, ist schon ganz geil mit 18, muss ich sagen. Kann schon relativ viele Sachen machen. Was heißt relativ viele? Du kannst ja eigentlich alles machen, außer den VW Golf GTI. Kannst du, glaube ich, noch nicht fahren. Der ist erst ab 21, habe ich mal gesehen in der Werbung. Oder war, ich weiß jetzt Shitstorm nicht, ob das der Rakete GTI war. unterwegs. Ich meine aber schon. Es ist auch voll unnötig, was ich schon wieder für eine Scheiße laber. Wie gesagt, 18 ist ganz cool. Wenn man 18 ist, ja, passt. Ich habe jetzt nicht groß gefeiert, habe bei einem Freund gefeiert. Der ist nämlich auch 18 geworden. Wir haben jetzt nicht zusammen gefeiert. Er hat einfach eine Party gemacht. Ich bin bekommen. Genau, ich bin bekommen. Ich bin gekommen. Haben ein bisschen gefeiert. Dies, das, alles. Und, ja, soweit erstmal zu meinem Geburtstag. Und wir haben gerade, wo ich das Commentary aufnehme, 11:46 Uhr. Und den Typen da hinten habe ich gesehen, den ihr gerade hochspringen gesehen habt, wahrscheinlich. Der wird natürlich jetzt auch noch knallhart geholt. Oder mein Teamkamerad holt den, glaube ich. Ja, meine Freunde, ich glaube, dann war es das soweit. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, wie gesagt, wir haben Bewegung! jetzt 10:45 Uhr. Ich bin vor einer halben Stunde jetzt Alarmsysteme aufgewacht, deshalb ausgeschaltet. ist meine Testen Stimme vielleicht ein bisschen komisch. Maschinenaktivität. Kann sein, dass es sich jetzt auf der Aufnahme ein bisschen komisch anhört. Ja, würde ich mal sagen, Freunde, wenn ihr noch Themen habt oder so, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, was Zeit, ich das noch Fass ganz aufzumachen. normal kommentieren könnte. Also so ein Gameplay, jetzt geht draußen die Feuerwehr los, Alter. Wer es hört, ich glaube, ihr hört es nicht. Drohne erwartet Befehl. Wer noch Themen hat, bitte in die Kommentare, Verbündete weil Drohne ich habe nähert sich. wirklich gar keine Themen mehr. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst als Kommentator jeden Tag, habe ich ja früher echt gemacht, jeden Tag ein Video bringen über irgendein Thema oder irgendwas labert man 10 Minuten lang und das schon schwer, wenn ihr wirklich keine Themen habt, ja. Und wie gesagt, ihr solltet, wenn ihr ein Thema habt, dann schon ein gutes Thema nehmen, was nicht so ausgelutscht ist, was nicht jeder genommen hat, was vielleicht interessant ist, worüber ich überhaupt reden Diese könnte. Runde haben wir verloren, Und jetzt haben aber wir es hier ist im noch Gameplay nicht noch eine vorbei. Runde. Bereit machen für die nächste. Glaube ich, ein oder zwei Runden. Eine Runde meine ich noch. Und wie gesagt, schreibt einfach Themen in die Kommentare, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr. Es Alle ist, suchen und zerstören. bin schon wieder behindert heute, ey. Schon wieder Sprachfehler. Immer wenn ich rede, so, Okay. Das Ziel zerstören. Wie gesagt, ich sage euch Bombe nochmal, was erlangt. die nächste Zeit kommen wird. Weil ich hatte jetzt vor, wieder Videos zu machen. Hatte ich zwar schon vor einem Monat vor, aber da mache ich Vorräte es jetzt eben. unterwegs. Bombe Live-Commentaries fallen. werden auf jeden Fall noch Hinterrücks kommen. scharf. Vielleicht sogar jeden Tag eins. Ruhe. Ich guck mal, es ist auch scheiße, ich bin jetzt im Moment in der 10. Klasse und da muss man ja Einen eigentlich geschützten lernen, ne? Was Einsatz ich bis bereit. jetzt noch kaum gemacht habe, deshalb sieht es auch nicht so gut aus in der Schule. Keine Ahnung, ich kann halt nicht lernen. Ich sag's mal so, wie soll ich denn lernen, wenn ich nicht weiß, wie das geht? Dann kann ich auch nicht lernen, ja? Ich weiß, man kann im Buch gucken oder so, aber dazu bin ich nicht gerade motiviert. Wie gesagt, ich bin in der 10. Klasse, muss mich eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr auf Schule konzentrieren. Eigentlich, ne? In Anführungsstrichen. Ja, das war's dann soweit. Goldener Feindliche MSMC Truppen macht, glaube haben ich, noch das den letzten Geschütz Kill oder auch zerstört. nicht. Keine Ahnung. Das Spiel geht gleich mit einem Achtung, die 12, nee, Ausrüstung wurde 13 zu 0 zerstört. meine ich sogar, nicht 12 zu 0, 13 zu 0 aus. Ich spiele hier noch mit ein paar Leuten, Goal Hunter, ich glaube Christian ist auch noch dabei, also Moschwa77, Knecht ist glaube ich auch noch dabei. Da den, Sturm guck mal, ersteht, wie knapp erwartet ich immer Befehl. fast gestorben wäre. Und jetzt setze ich die noch ein und treffe glaube ich gar keinen. Weil er natürlich wieder Geist drin hat, weil er nicht spielen kann. Alles klar, ich habe zwar auch Geist drin, glaube ich, hier, oder auch nicht, keine Ahnung. Würde ich mal sagen, Leute, Gehalten, haut rein. Wie Bombe. gesagt, schreibt bitte Themen unten rein, bitte. Es ist wirklich dringend, sonst kann ich keine Zeit, das Fass Gameplay-Commentaries mehr geöffnet. nehmen oder machen. Weil viele fragen mich ja auch Bombe immer, wird kannst du nicht ein platziert. Gameplay nehmen? Kann ich natürlich. Wenn ich ein Thema habe, kann ich es auch kommentieren. Aber ich kann das Gameplay nicht nehmen, dann liegt es auf meiner Festplatte drauf, chillt da rum, ja. Und dann wird es nicht benutzt, weil ich keine Themen habe. Ne? Deshalb bitte Themen reinschreiben. Da wird noch der Letzte geholt. 4 zu 1 geht komplett aus und 13 zu 0 für mich. Also Freunde, das war's von mir heute. Also haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace out, ciao.